Ja, hallo Leute und willkommen bei uns beim Würfelorden. Ich habe heute ein kleines Mini-Video für euch und zwar, nachdem ich jetzt meine Pelennor-Platte abgeschlossen habe, möchte ich mit euch einen kleinen Rundgang machen und euch einfach mal eine Zusammenfassung davon geben, weil ich einfach mit der wirklich sehr, sehr zufrieden bin und euch daher einmal zeigen kann, was alles gibt und wo oder wie ich die ganzen Sachen gemacht bzw. bekommen, gekauft oder was auch immer habe. Weil schließlich dafür ist doch schön, wenn ich meine ganze Platte habe. Es werden vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten dazukommen, zum Beispiel ein toter Theoden vom geflügelten Schatten und eine von diesen kleineren Gorgoroth-Bestien, die den Grond ziehen. Aber im Groben und Ganzen bin ich jetzt endlich fertig und kann euch einmal zeigen, was alles zu dieser Platte gehört. Fangen wir mal damit an. Das sind meine Einschlagskrater, wobei der hier ist der schönste. Ich glaube, den kennt man auch am besten aus den Videos. Da habe ich zum Beispiel ein Tutorial dafür gemacht. Das ist einfach, meiner Meinung nach gehört das einfach zu, die Pelennor-Felder dazu, wo die Minas Tirith-Triebwerke geschossen haben und das Ganze gemacht haben. Hier haben wir noch einen kaputten Hauder. Den habe ich von unserem Shopbesitzer von der Würfelwelt bekommen. Liebe Grüße, falls er sich's anschaut. Der hat den Murmag anderweitig verbaut und deswegen ist das Hauder überblieben und ich habe es zum Glück dadurch gekriegt. Das kleine Katapult ist von, na, wie heißt das schnell? Claymore Saga, das heißt ein ganz altes Spiel, aber habe ich irgendwo mal ersteigert und habe mir gedacht, das passt ganz gut, einfach hier auch, um das darzustellen. Die Leichenhaufen insgesamt inzwischen zwei selbstgemachte und eine Mumak-Base, die übergeblieben ist. Die Tutorials für die Leichenhaufen findet ihr ebenfalls auf dem YouTube-Kanal. Die werde ich euch natürlich auch oben verlinken. Da habe ich sogar noch einen kleinen, den müsste ich nur noch anmalen. Aber wie man vielleicht sehen kann, ist die Platte eh schon ziemlich voll. Also ist die Frage, ob ich hier überhaupt noch Leichenhaufen machen will. Die zählen zum Beispiel für mich als schwieriges Gelände. Die sollen einfach nur im Wegtest darstellen, genauso wie das. Und so bringe ich auch auf die Platte ein bisschen Varianz rein. Dann schauen wir uns mal das da drüben an, hier diese Mauer. Leider kann ich die nicht so filmen, dass man nichts vom Hintergrund sieht. Der ist natürlich nicht so thematisch. Die Mauer ist aus einem 3D-Druck, die ist von Urban Metz. Ziemlich cool, die hat noch Rainer gedruckt. Da hat man halt gemerkt, der Turm hat beim Druck ein bisschen gesponnen, den hat der Rainer mega cool mit Schutt hergerichtet. Das finde ich total geil. Die ist eben aus einem 3D-Drucker von Urban Metz, die Datei. Direkt davor haben wir einen Grond. Der Grond ist von Tomarillion. Das Modell gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Bei dem Grond bin ich mega froh, dass ich ihn geschossen habe. Den habe ich vom Karl-Heinz bekommen. Liebe Grüße. Ist halt natürlich ein mega Highlight für diese Platte. Ist einer von den südlicheren österreichischen Kollegen. Also liebe Grüße, falls du das schaust. Dankeschön nochmal für dieses mega geile Highlight meiner Platte. Was haben wir noch? Den Leichenplan. Schauen wir uns mal das da hinten an. Da hinten haben wir noch einen Belagerungsturm von Tomarillion. Das heißt, das ist auch ein sehr cooles Teil. Gibt es immer noch im Shop. Auch da haben wir ein Video dazu gemacht. Ist ein MDF-Bausatz, finde ich mega cool, vor allem weil er auch vom Maßstab so super passt und theoretisch genau an die Mauer ran. Finde ich mega, mega cool. Dann mein Mumakil, mein getötetes. Vielleicht auch den einen oder anderen bekannt. Da habe ich auch ein kleines Tutorial dazu gemacht. Da habe ich mega viel Zeit investiert, mit alles rein modelliert und dergleichen. Die Ohren habe ich nachmodellieren müssen und die Beinstruktur und dergleichen. Gefällt mir mega. Da habe ich auch noch das obere Hauder. Muss ich noch überlegen, ob ich aus dem auch was mache. Vielleicht kleinere Sichtblockaden einfach noch, dass wir hier was haben. Und das letzte Highlight. Mein getöteter geflügelter Schatten. Liebe Grüße an dich, Tobias. Den habe ich nämlich von ihm bekommen, dass ich das Geländestück aus ihm machen kann. Den habe ich in einen Stream bemalt. Der Stream ist inzwischen auch auf YouTube online. Wir haben hier, den habe ich einfach dann die Flügel nachmodelliert und den Kopf abgeschnitten mit einer Laubsäge. Dadurch, dass das aus Zinn ist, hat das ein bisschen länger gedauert. Habe auch gleich Theo den Schild hierher gemacht. Denkt mal, das passt recht gut. Und wenn man dann noch den Hexenkönig und Eowyn herstellt, ist das natürlich noch viel, viel cooler. Ja, das war meine
Pellner-Platte. Ihr werdet sie natürlich regelmäßig in Videos sehen. Ihr habt sie auch schon öfters gesehen. Ich werde auch nach diesem Video gleich noch eins da drauf drehen, wenn ich schon aufgebaut habe. Ich hoffe, euch hat die Platte gefällt die Platte. Ich würde mich über Kommentare freuen. Was würdet ihr noch machen? Was fehlt euch noch? Soll ich noch irgendwas dazu machen? Und was soll mein nächstes Plattenprojekt sein? Ich habe einige Sachen. Ich habe Seestadt jetzt auf dem Plan. Ich habe alles Auenland, muss ich noch ein bisschen genauer angreifen, sagen wir es mal so, und so weiter. Also Platten sind genug da, Osgiliath ist dabei und so weiter. Das heißt, ich muss mir jetzt mal überlegen, was der nächste Schritt sein wird. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Es war nur ein kurzes Video, aber ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss!